Schön, dass Sie gekommen sind alle. Mein Name ist Heike Zahn. Ich bin vom SWR in Mainz für Rheinland-Pfalz zuständig und darf Sie im Namen des Bonn-Instituts hier heute durch dieses Programm führen und verschiedene Panels ansagen. Eine Frage vielleicht zum Anfang. Wer hat den journalistischen Background? Vielleicht mal die Hände hoch. Das sind Teilnehmende der Veranstaltung und einmal die Hände für die, die einfach in kritischer Zeitgenossenschaft gekommen sind, gesellschaftspolitisches Interesse, finde ich ganz, ganz toll. Das ist ja auch Ziel und Sinn unserer Veranstaltung hier vom Bonn-Institut, des BeFuture Festival und das Bonn-Institut möchten den Dialog mit der Gesellschaft stärken, möchten dafür sorgen, dass Medien nochmal ganz anders wieder auf die sogenannten Nutzerinnen oder Userinnen zugehen, weil das sind sie, aber sie sind eigentlich Menschen. Und wir brauchen den Kontakt mit ihnen und wir als Journalisten müssen auch in diesen krisenhaften Situationen heute sehen, wie wir unsere Rolle überprüfen, neu definieren und auf Menschen zugehen und sagen, es kann nicht nur sein, dass wir immer nur über Katastrophen berichten, wir müssen auch Lösungen aufzeigen. Das möchte das Bonn-Institut, die haben sich vor etwa einem Jahr gegründet, sind eine gemeinnützige Organisation, Gesellschafter sind RTL, sind von den Öffentlich-Rechtlichen die Deutsche Welle, die Rheinische Post als Zeitungsverlag und das dänische Forschungsinstitut für konstruktiven Journalismus. Die Ellen Heinrichs ist die Gründerin, falls Sie ihr mal begegnen, macht das mit sehr viel Werbe und Engagement und hat vor einem halben Jahr mit ein paar Leuten die Idee zu diesem Festival entwickelt, alles auf die Beine gestellt. Und Bonn ist auch genau der richtige Ort dafür, finde ich. Ich bin aus Mainz, aber zum ersten Mal so richtig hier. Ich glaube, 1985 war ich das letzte Mal in Bonn zur Hofgartendemo. Alles auf dem Zettel. Also es ist ganz zauberhaft. Also ich habe die nächste Städtereise schon geplant hierher. Prima. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie gekommen sind, das Interesse haben. Es geht bei uns jetzt hier um das Thema Ahrtal, die Katastrophe. Wie haben wir berichtet? Wie können wir besser berichten? Diesen Anteil Klimawandel, der in der Katastrophe steckt. Wir sind als Journalisten immer sehr bemüht, genau zu sein. Wir können nie sagen, der Klimawandel hat die Ahrtal-Katastrophe verursacht, aber der Klimawandel macht Katastrophen dieser Art wahrscheinlicher. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied und als Journalisten wollen wir nichts vereinfachen, aber wir sind aufgerufen und wenn Sie in den letzten Wochen diesen Sommer in den Medien verfolgt haben, überall starker Regen, Waldbrände, die Leute sind einfach absolut gebeutelt, viele, viele Krisen, die mit dem Klimawandel zu tun haben, die dadurch wahrscheinlicher werden, was können wir in der Berichterstattung tun? Wir haben selber mit dem SWR vor einigen Monaten im Mai die Zukunftstage an der Ahr gemacht, um genau das auch vor Ort mit den Menschen zu diskutieren, mit jungen Journalistinnen. Und jetzt sitzen wir hier und haben wieder einige Profis. Ihre Clara Pfeffer von RTL wird moderieren. Özlem Terli, Wetterexperte vom ZDF, ist da. Vera Schneevogt, Managerin, Digitalexpertin aus dem Ahrtal selbst. Und Sabine Mauer von der Landespsychotherapeutenkammer werden jetzt mit Ihnen in das Thema einsteigen. Clara moderiert und Sie sind jederzeit auch aufgerufen, Fragen zu stellen. Sagst du wie und wann? Ich bin dann da mit dem Mikrofon. Bitte schön, your stage. Super, vielen, vielen Dank für die schöne Übergabe. Freut mich auch, dass hier so viele Mainzer vor Ort sind. Ich bin auch gebürtige Mainzerin und inzwischen aber in Berlin, das nur ganz kurz zu mir. Ich bin dort politische Korrespondentin für RTL und NTV, eben mit diesem ganz klaren Fokus auch vor allem unseren Herrn Minister Robert Habeck zu begleiten und zu schauen, was er in seinem Klima- und Wirtschaftsministerium macht, aber auch das Umwelt- und Landwirtschafts- und Ernährungsministerium. Und ich habe eben eine Sendung, die nennt sich Klima-Update Spezial, die auch ganz klar, wir haben auch schon mit dem Bonn-Institut darüber gesprochen und zusammengearbeitet in Seminaren an der RTL-Journalistenschule, wie das Ganze konstruktiv das Thema behandelt werden kann. Also dieser Hintergrund sozusagen von mir und ich freue mich total, dass Sie alle heute hier sind. Ich habe in der Vorbereitung noch mal ganz viel Berichterstattung von den Tagen rund um den 14. Juli, 15. Juli noch mal angeschaut. Ich fand, es gab vor allem viele tolle Podcasts im Nachhinein und muss echt sagen, das hängt mir gerade noch total nach, wenn man das jetzt noch mal so hört. Deswegen bin ich auch gespannt auf Publikumsfragen, weil das Thema ja dann doch einfach echt nahe geht. Und deswegen gibt es auf jeden Fall Zeit für Fragen. Ich würde Sie bitten, das so ein bisschen zurückzustellen und dann machen wir das in den letzten 15 Minuten. Da sollte auf jeden Fall genug Zeit sein für alle Ihre Fragen. Eine kleine Vorstellung gab es jetzt ja schon. Ich würde es trotzdem einmal noch mal kurz sagen. Özlem Terli. Ah, und ein kurzer Disclaimer. Wir würden uns duzen. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Das haben wir eben gerade so beschlossen. Und
Özdin, bei dir habe ich tatsächlich überraschenderweise gelesen, dass du nicht nur Meteorologe bist, sondern auch Fernmeldeanlagen-Elektroniker. Fand ich ganz spannend. Ist vielleicht auch ein spannendes Thema für die Runde heute. Vielleicht kann Vera dazu auch noch mal was sagen. Das sind ja Systeme, die tatsächlich geholfen hätten, wahrscheinlich an dem Abend selbst. Und ich würde gerne einmal zum Einstieg einfach nur fragen, wie du diese Tage damals erlebt hast, dass wir mal so wissen, wo du warst und wie du das wahrgenommen hast. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung und sehr gut, dass es so eine Veranstaltung gibt. Und ja, ich bin Fernmeldeanlagenelektroniker. Ich habe diese Ausbildung damals gemacht, danach aber in dem Gesellenberuf nicht weiter gearbeitet. Also es ist ein Handwerksberuf, nur das so kurz vorweg. Und habe danach, wollte ich halt weiter studieren und habe dann den Weg eingeschlagen, nur ganz kurz über angerissen. Ja, wo war ich an dem Tag? Also man muss eigentlich vorher anfangen. Ich hatte schon gut eine halbe Woche vorher hatte ich schon gesehen, was da passiert. Ich hatte das auch getwittert und war schon alarmiert, muss ich sagen, was da für Regenmengen zu dem Zeitpunkt schon berechnet wurden. Und das war eben die Woche vorher und an dem Montag bin ich dann, hatte ich dann die mittlere Schicht, die Frühschicht, da sagte mein Kollege noch irgendwie, ja, also wir hatten gerade im Morgenmagazin 120 Liter und ich meinte, 120 Liter, boah, das ist schon echt, das ist schon mal eine Hausmarke, ne, in so kurzer Zeit. Das wurde ja auch innerhalb von wenigen Tagen gerechnet. Und dann stellte sich raus, dass diese 120 Liter an dem Montag tatsächlich sogar noch zu wenig waren. Wir haben das dann noch innerhalb von wenigen Stunden haben wir das noch hochgestockt und in den Sendungen darauf hatten wir ja da über 160 Liter drin stehen. Und das ist schon auch heftig, ne? Also das sind so 3 Monats-Regenmengen innerhalb von ganz kurzer Zeit. Das konnte nicht gut gehen. Das wussten wir alle. Und wir haben dann auch Alarm gemacht. Also wir Meteorologen haben alle Alarm gemacht. Und spätestens, ich glaube, es war der Montag, da hatte sogar mehrere Tage vorher der Wetterdienst hatte da schon die Schraffuren auf den Karten angebracht. Also Vorwarnungen, ganz klar, hier ist ein extremes Ereignis zu befürchten. Auch mit den entsprechenden Zahlen schon. Also das war an dem Montag noch nicht so heftig, aber danach ging es ziemlich zur Sache. Da war das Interesse dann schon groß. Und übrigens, dieses Tief, was so langsam gezogen ist, hat bei uns auf dem ZDF-Gelände beinahe ein Tornado erzeugt. Also das war wirklich, da war so viel Energie in der Luft und solche Scherwinde auch, dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass wir einen Funnel hatten, der dann einmal rüber Richtung Tal gezogen ist und dann sich aber aufgelöst hat. Ich habe das noch sogar gedreht, ich habe es noch getwittert, meinte, ey, das gibt's nicht, wir haben hier gerade einen Funnel auf dem Gelände gehabt und also das war schon ziemlich spannend. Das zeigt einfach, was dahinter gesteckt hat, hinter diesem Tief. Und würdest du sagen, du hast jetzt gesagt, ihr habt die Zahlen, ihr habt direkt gewarnt als Meteorologen. Es haben ja auch im Nachhinein einige im Untersuchungsausschuss ausgesagt, also das wurde ja auch aufgearbeitet. Würdest du sagen, du würdest das heute aber irgendwie ein bisschen anders machen und die Zahlen auch direkt einordnen und dazu sagen, das könnte wirklich eine Katastrophe bedeuten, das könnte Tote bedeuten? Also Das müsste man eigentlich diskutieren, ob das tatsächlich die Aufgabe des Meteorologen ist, der sich dann dahin stellt und über den Wetterbericht hinaus, also uns wird ja, wir werden ja sowieso schon für alles Mögliche angefeindet, ne? Also die Klimafakten, wenn wir die reinbringen, weil wir mitten in der Klimakrise leben, natürlich müssen wir darüber reden und letztendlich hat die Attributionsforschung mit Freddy Otto, die übrigens jetzt ausgezeichnet wurde, ich glaube der Deutsche Umweltpreis, eine hohe Auszeichnung für jemanden, der in diesem Bereich arbeitet, sie hat diesen Preis bekommen. Die machen Forschung, sie schauen also ein Ereignis an. Ist dieses Ereignis, wäre das zustande gekommen oder wäre es überhaupt zustande gekommen, ohne die globale Erhitzung durch den Menschen verursacht? Dann kann man das sich einmal so anschauen. Ist es quasi, man kann es rausrechnen und dann dazu rechnen und dann schaut man sich an, um wie viel wahrscheinlicher das ist. So, und die haben gesagt, es war wahrscheinlicher, um ein paar Mal wahrscheinlicher, das war jetzt nicht so stark, aber immerhin, konnte man sagen, das ist darauf zurückzuführen. Also es ist darauf
zuzuordnen. So, und rein von der Physik her müssen wir ja auch sagen, also ich bin mittlerweile davon abgekommen, dass man sagt, wie die Kollegin meinte am Anfang, dass man nicht sagen kann, es ist auf den Klimawandel zurückzuführen, aber wir müssen uns klar machen, dass wir in einer veränderten Atmosphäre leben. Diese Atmosphäre ist nicht mehr so, wie sie früher war, und das bedeutet, dass wir mitten in der Klimakrise leben. Und die Ereignisse, die hier stattfinden, sind in der Klimakrise. Also das ist ein fundamentaler Unterschied zu früher. Und das ist eine rein physikalische Argumentation, die ich bringe, ne? Und das ist ganz schwer, die eigentlich auszuhebeln. Und wir müssen viel mehr in diese Richtung gehen, genau so zu argumentieren, um auch vor allem den Gegnern den Wind aus dem Wind zu nehmen. Weil das, was da draußen passiert, ist Physik. Das kann man nicht einfach so wegwischen. Ne? Und da bist du ja auch ganz, ganz aktiv. Ich verfolge das immer auf ehemals Twitter, heute X, ja. Und bietest da immer wieder die Stirn. Damit würde ich jetzt einmal kurz die Brücke bauen zu Vera Schneevogt, unsere Digitalisierungsexpertin heute. Und sie ist wirklich Expertin, hat dieses Trendthema nämlich schon in den 90er Jahren, würde ich sagen, entdeckt, ist also wirklich schon lange dabei. Und jetzt aber heute, insbesondere hier, weil sie auch die Initiative Flutmut gegründet hat und inzwischen vor allem als Beraterin mit der Guiding for Future GmbH arbeitet, um eben Digitalisierung und Empathie zusammenzubringen, finde ich auch einen ganz entscheidenden Punkt tatsächlich. Und vielleicht einmal kurz zu der Initiative. Was hat dich damals bewegt, das zu gründen? Ja, herzlichen Dank für die Frage und auch für die Einladung hier. Ich war an diesem Tag tatsächlich in Oberbayern, weil es war das Jahr 21, wo wir von Oberbayern in die Eifel zurückgezogen sind. Ich war überhaupt nicht informiert, was passiert, weil wenn man in Oberbayern ist, kriegt man nicht mit, was im Ahrtal passiert. Das sieht man ja heute auch wieder. Also es ist eine eigene Welt. Allerdings wohnen wir hatten wir damals an zwei Bächen gewohnt. Und Thomas, mein Mann, der auch hier ist, kommt aus Main. Das ist das Nachbartal zum Ahrtal. Und er hat eben unseren Umbau vorbereitet. Und wir haben irgendwie miteinander telefoniert. Und es war eher unspektakulär. Und plötzlich am Abendessen, am 14., also vor dieser Nacht, war ich mit meiner Freundin im Biergarten. Und dann sage ich, der schickt doch nie Bilder, warum schickt der jetzt so viele Bilder? Und wir gucken uns das an und sehen Wasser, Wasser, Wasser. Und meine Schwiegereltern wohnen an der Nette. Das ist einer der Flüsse, die auch eben aus der Eifel, also Richtung Nürburgring kommen. Und auf einmal war das Wasser so hoch und so schnell, dass ich gesagt habe, oh Gott, was ist jetzt los? Wir haben telefoniert und ich habe die Nacht sehr schlecht geschlafen, bin am nächsten Tag zur Arbeit. Ich habe als Chief Digital Officer gearbeitet, in der Zeit bei Bosch. Und habe gemerkt, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, habe dann nochmal versucht rauszufinden, was ist da. Ich hatte ein ganz ungutes Gefühl und dann kamen schon die ersten großen Nachrichten. So, und dann sind wir hochgefahren, haben gesagt, wir können hier nicht bleiben, die brauchen bestimmt Hilfe, wir fahren mal hoch mit meinem Pflegesohn. Und dann war das Ausmaß erst in Main für uns ersichtlich. Dann habe ich gesagt, okay, was kann ich denn eigentlich? Ich hatte auch eine Beinverletzung, ich ging an der Krücke, ich konnte eigentlich nicht helfen und habe gesagt, ich kann gut Social Media. Und ich habe total viele Follower, sowohl auf LinkedIn wie auf Twitter, wie auf damals noch nicht Insta, aber Twitter war damals das Hauptmedium. Und dann habe ich einfach angefangen zu tweeten und habe gesagt, hier ist irgendwas ganz, ganz, ganz faul und wir brauchen irgendwie Hilfe, ich weiß zwar noch nicht was. Und das war aber am 14. oder sogar schon davor? Am 15. danach. Das war ein Tag danach. Mhm. Weil eigentlich ist mir persönlich die Ahrtal-Flutauswirkung erst bewusst geworden, als die erste Nachricht kam über die 13 Tote in Sinzig. Als die 13 Menschen mit Behinderung im Lebenshilfeheim gestorben sind, saßen wir als Familie im Wohnzimmer und waren alle den Tränen nach, und haben sogar geweint und waren fassungslos, weil wir haben Nachbarn von der Lebenshilfe und wir konnten uns sofort vorstellen, was das ist. Und dann haben wir eben wir hatten keinen Strom, dann hatten wir auch kein Telefon. Wir waren ungefähr Luftlinie 10 Kilometer entfernt. Und dann kamen die Hubschrauber. Und das war, glaube ich, für mich das Schockerlebnis überhaupt. Ich habe gedacht, ich bin in Apokalypse Now, weil ständig Hubschrauber über das Haus flogen. Und wir immer noch nicht wussten, was ist eigentlich gekommen. Und dann kam es ja sukzessive. Und Flutmut wurde dann daraufhin, also aus der Twitter-Aktivität an diesem Tag wurde dann eben Flutmut. Das zeigt ja auch nochmal ganz deutlich, wie schlecht die Informationslage da rund um diese Tage war. Es liegt natürlich auch daran, dass viel Infrastruktur einfach kaputt gegangen ist, dass da manches nicht ging, aber es ist auch einfach ganz viel in der Berichterstattung schiefgegangen. Da wollen wir auch später nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt einmal nochmal gerne Sabine Mauer in die Gesprächsrunde mit aufnehmen sozusagen. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und
eben auch bei den Psychologists for Future ganz aktiv, also beschäftigt sich eben insbesondere damit, was die Klimakrise, die Klimakatastrophe psychologisch mit uns macht. Und deswegen auch an Sie, auch an dich, entschuldige bitte, nochmal die Frage, wie war dieser Tag, wo warst du und wie hast du das erfühlt? Ja, es waren ja Sommerferien in Rheinland-Pfalz, das heißt, unsere Kammer, die Psychotherapeutenkammer, war sozusagen auch in Sommerferien, dann kam die Nachricht rein und es war sofort klar, das wird absolut dramatische Auswirkungen haben auf die psychische Gesundheit der Menschen, die da leben und drumherum. Und deshalb haben wir sofort den Opferbeauftragten von Rheinland-Pfalz angerufen und die zuständigen Ministerien und haben eine Hotline geschaltet. Die ist montags quasi on gegangen, wo Menschen sich melden konnten, die da eben furchtbare Dinge erlebt haben. Ich habe auch immer das verfolgt, die Anmeldungen, die da eingingen, sowas habe ich wirklich noch nicht gelesen gehabt an Traumatisierung, an Leid, an furchtbaren Umständen, um die dann zu vermitteln an Psychologinnen und PsychotherapeutInnen. Also das war der eine Job, den wir machen wollten. Der andere Job ist, dass wir uns sofort gefragt haben, wie können wir das nach außen kommunizieren? Also zum einen in die Öffentlichkeit. Es ist ja nicht, jeder Mensch hat ja Ahnung, was können die Folge von solchen Traumaerlebnissen sein und so weiter, was ist mittelfristig zu beachten. Und das andere, die Kommunikation natürlich in Richtung Politik, unbedingt die psychische Gesundheit mitzudenken, weil erstmal stehen ja körperliche Verletzungen, natürlich die Todesfälle im Vordergrund, die unglaubliche Zerstörung, aber uns war klar, das wird einen Wahnsinnsimpact über viele Jahre haben. Und mit der Kommunikation, wir hatten dann die Idee, wir könnten ja auch Videotherapien deutschlandweit anbieten, dann hätten wir einfach einen viel größeren Pool an Kolleginnen, aber es war natürlich Kokolores, weil kein Internet da, die Endgeräte waren weggeschwommen, also alles, was wir an Vorstellungen haben, was helfen könnte oder die Kommunikation über das Internet, das ging eben alles nicht. Ja. Und das ist sicher was man zukünftig mitdenken muss bei solchen Großschadenslagen. Wie kann man kommunizieren, wie kann man die Menschen auch psychologisch unterstützen? Ich finde das total schön, weil jetzt in der Runde schon total dieser konstruktive Ansatz rausgekommen ist, fast von selbst, obwohl ja die Frage erstmal nur war, wie hat man das erlebt, kamen all die Initiativen raus. Klar, das ist jetzt bei euch auch ganz aktiv gewesen, wie Menschen über sich hinauswachsen, was Menschen dann, wie jeder seinen eigenen Einflussbereich nutzen kann, um dann eben doch was zu verändern, was ich glaube in dieser Debatte, wenn man das denn eben weitet auf die Klimakrise und die Klimakatastrophe, dass man sich eben nicht hilflos fühlt und dass man aus dieser Ohnmacht rauskommt. Und ich finde, dafür ist das Ahrtal immer wieder ein gutes Beispiel, weil das ist ja die totale und absolute Ohnmacht, die man da empfinden muss und die ja auch ihr jetzt gerade alle beschrieben habt. Und trotzdem ist daraus immer irgendwie was erwachsen. Jetzt wollte ich tatsächlich unbedingt die erste Frage, die ja unsere Panelfrage ist, welche Lehren kann man aus der Ahrtal-Flut ziehen, an dich weitergeben, vor allem in der Bewertung. Für uns, auch in den Medien, ist das immer total schwierig, aus so einer schlimmen Katastrophe und unter der die Menschen so gelitten haben, jetzt zu sagen, was können wir denn daraus lernen? Das kann sich auch schnell zynisch anhören und das kann auch schnell einfach dann davon ablenken, dass jetzt gerade Menschen einfach leiden und vielleicht auch jetzt noch nicht hören wollen, das hättest du besser machen können oder wenn das gewesen wäre. Wie geht man damit um? Also wie schafft man diese Brücke, dass das eben nicht wehtut, wenn man dann sagt, was kann man denn daraus lernen? Weil ich glaube, viele haben auch, ich habe mir jetzt die Berichterstattung nochmal angehört und dann gibt es ja immer diese klassischen Straßenumfragen, die nennen wir Vox Pops. Wer so aus dem Geschäft kommt, kennt vielleicht den Begriff. Und da haben viele auch gesagt, ich will daraus nichts lernen. Ich will meine Tochter zurück, ich will mein Haus zurück. Das frage ich mich immer, wie kommt man dann da rüber? Also ich finde auch auf individueller Ebene stellt sich diese Fragen nicht. Die Menschen, die da betroffen waren, was sollen die daraus lernen? Also das ist deren Sache, vielleicht, keine Ahnung, sich nochmal mehr mit der Klimakatastrophe zu befassen, aber sondern es sind natürlich die Strukturen gefragt und die Institutionen. Und ich finde, da muss man sehr deutlich sagen, das ist ja auch versucht worden, ja, zu sagen, wir müssen es politisch aufarbeiten, wir müssen es medial aufarbeiten. Ja, ich weiß, der SWR hat das ja zum Beispiel auch getan. Bei uns ist zum Beispiel so, es gibt überhaupt keine Verbindung zwischen Katastrophenschutz und Gesundheitswesen. Das sind vollkommen entkoppelte Strukturen, das sind alles Zufallsprozesse, ob das dann irgendwie zusammenläuft oder nicht. Ja. Und schon gar nicht die Kommunikation, unsere Fachkommunikation, sage ich mal, nach außen, ist alles nicht geregelt. Ja. Und deshalb muss man gnadenlos natürlich Fehleranalysen machen und sagen, was heißt das für die Zukunft? Das Problem ist eher, dass
wir sehen, es wird viel analysiert, aber es wird wenig umgesetzt. Und zwar natürlich vor allem deshalb, weil dann unglaubliche Mengen an Geld erforderlich sind, solche Konzepte wirklich zu implementieren. Und wir reden ja von hoffentlich seltenen Ereignissen, wo man dann Strukturen vorhalten muss. Und ich bin dann nicht so optimistisch, dass das gemacht wird, aber das wisst ihr vielleicht auch besser als ich. Und das mit den seltenen Ereignissen würde Özdin Terli wahrscheinlich sagen, da sollten wir uns nicht drauf verlassen. Tatsächlich, die Aufarbeitung läuft ja auch noch bis heute. Es gibt auch bis heute keine offizielle Bitte um Entschuldigung von der Ministerpräsidentin und von anderen politischen Verantwortlichen. Nochmal an dich, wie wichtig wäre das, dass das jetzt immer noch kommt, also diese Bitte um Entschuldigung, die so viele Menschen immer wieder einfordern? Naja, es ist eben ganz ungut für die Menschen, die betroffen sind, dass man eben sieht, dass so rumgeeiert wird. Und das ist dann, das ist ja auch immer die Angst der Politikerin dann vor juristischer Verantwortung. Man würde da was zugeben und das hätte dann diese Konsequenzen. Ja. Und das ist natürlich eigentlich fatal. Ja. Vera, ich habe gesehen, du wolltest auch ansetzen. Also es ist tatsächlich so, dass ich unterstütze das hundertprozentig, was Sabine gesagt hat. Ich glaube, dass, was ich daraus gelernt habe, ist, dass in dem Moment es nicht darum geht, was ich denke, sondern dass wir, und das haben wir uns als Flutmut, also wir heißen ja auch Mut und Flut extra in der Kombination, weil wir uns vorgenommen haben, wir werden nur positive Aspekte beleuchten. Wir können nicht, wir sind nicht Juristen, wir sind keine Politikerinnen, wir werden uns einfach mal mit den Menschen unterhalten. Und das hat uns vielleicht intuitiv, weil jeder von uns hat einen Bezug zum Ahrtal in unterschiedlicher Intensität. Und wir haben immer nur zugehört. Also ich habe schon über Twitter denjenigen zugehört, die mir Direktnachrichten geschickt haben, habe auch darüber Kontakte aufgebaut. Und wir sind dann ins Ahrtal gegangen und haben uns diese Geschichten angehört. Und wir haben die auch aufnehmen dürfen. Das haben also jeder hat teilweise anonymisiert. Und wir haben die transkribiert. Und dieses Zuhören alleine war schon schmerzlich, aber auch super zuversichtlich, weil ja natürlich jeder Mensch da tatsächlich anders ist. Aber überall kam genau das, was Sabine gesagt hat. Warum übernimmt niemand die Verantwortung? Ich glaube, fast noch wichtiger als die Entschuldigung wäre eine Verantwortungsübernahme. Und dann eine Lernkurve daraus zu nehmen, dass ich eine Verantwortung habe, wer oder wie viele Menschen das auch immer sind oder Institutionen, und diese Verantwortung deutlich ausgesprochen wird und daraus eine Handlungsempfehlung gemacht wird und kein neues Gesetzeskonstrukt oder sonst was. Das ist ja tatsächlich eine spannende Lehre, die, glaube ich, über die noch viele Politiker und Politikerinnen immer wieder stolpern, dass es manchmal gar nicht der Fehler an sich ist, sondern vor allem die Art und Weise, wie dann im Anschluss damit umgegangen wird. Hast du vielleicht ein kurzes Beispiel nur, wir reden gleich weiter, von den konstruktiven Geschichten, weil wir auch dafür heute da sind? Also tatsächlich haben wir in diesen persönlichen Interviewen, das waren vier Frauen und ein Mann, festgestellt, dass Frauen deutlich besser darüber reden können. Das war mir jetzt nicht neu, aber es war tatsächlich so, dass die eine Dame, die fast umgekommen wäre und nur ihr Mann und ihr Sohn konnten sie durch die Kellerfensteröffnung, wie sie heute wissen, sie nicht, wie sie da rausgekommen ist. Es hat sie ganz, ganz knapp nur überlebt. Die gesagt hat, mein erster Gedanke im Krankenhaus war, oh Gott, warum bin ich in diesen Keller gegangen? Die Kinder hatten doch gesagt, ich soll das nicht tun und jetzt wäre ich beinahe vor meinen Kindern gestorben. Und dann haben wir eine Pause gemacht und haben gesagt, ist das wirklich das, wo du dich als erstes dran erinnerst? Hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, und sage ich, warum? Und dann hat sie gesagt, weil ich daraus einfach mal für mich selbst reflektieren muss, es ist nicht so entscheidend, was ich will, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Ich habe erst gemerkt, wenn die nicht da gewesen wären und dann die Nachbarn und die mich dann ins Krankenhaus gebracht haben, dass wir nicht nur individuelle Wesen sind, sondern dass wir nur als Gemeinschaft funktionieren. Und das ist vielleicht der größte Lernerfolg aus allem, also nicht nur für das Ahrtal, aber auch für die gesamte Community. Ich glaube, durch die wahnsinnige Hilfsbereitschaft und dass Menschen einfach gekommen sind und bedingungslose Unterstützung gegeben haben, hat uns in der Gegend zumindest einen großen Schritt in Richtung Gemeinschaft gebracht. Ohne die Flut wäre das wahrscheinlich nie passiert. Das gibt mir bis heute irgendwie so ein Gefühl von Gänsehaut, auch wie gesagt, wenn man sich das nochmal anhört und anschaut. Özdin, vielleicht nochmal zurück zu diesem Aspekt der Verantwortung. Ich glaube, du wolltest da eben drauf reagieren und ich frage dich jetzt auch eher als Medienkollegen als Meteorologen. Hast du den Eindruck auch, dass wir als Presse da ja vehement genug dran geblieben sind? Meinst du die Aufarbeitung im Nachhinein? Also,
als Meteorologe, es ist schon schwierig, nicht als Meteorologe zu antworten, weil in erster Linie beschäftige ich mich jetzt damit und da gibt es immer eine Diskrepanz zwischen den, ich sag mal, zwischen den Journalisten und den Meteorologen, weil der Meteorologe, der sagt etwas voraus, der weiß, sagen wir mal in etwa, zumindest bei so einer Katastrophe, was da passieren wird und sagt es voraus. Und ich sag mal jetzt, die Journalisten, die betrachten das im Nachhinein. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich das dann tatsächlich so wichtig finde. Also ich finde es als Meteorologe wichtiger, die Menschen zu warnen, was ich ja dann auch in den Wetterberichten mache. Und zu sagen, Leute, geht da und da nicht hin, weil das ist gefährlich. Ja, also das ist eigentlich mein Job. Und diese Nachbearbeitung, die ist tatsächlich dann in den Magazinen, in den Nachrichten und all den Sendungen kommt, das muss das gemacht werden. Und das, ich denke, also ganz ehrlich, ich war so damit beschäftigt, diese Katastrophe aufzuarbeiten im meteorologischen Sinne, dass ich erst am Wochenende überhaupt kapiert habe, was da letztendlich passiert ist, als ich echt die Zeit hatte, diese Bilder mir anzugucken. Ganz ähnlich hat das Carsten Schwanke von der ARD auch gesagt. Also da muss ich sagen, da war ich ähnlich, weil wir haben ja, das ist ja, wenn so ein Ereignis ist, ratterten wir ja die ganze Zeit. Da ist ein Otto nach dem anderen und dann will die eine Sendung war es, die andere Redaktion ruft an und dann muss man intern die Kollegen beraten und so weiter. Also das ist wirklich dann, wenn es so eine Sache gibt, dann sind wir gucken nicht mehr auf die Uhr. Wir sind von morgens bis abends bis in die Nacht damit beschäftigt zu arbeiten. Aber nochmal zu was Sabine auch sagte, das Ganze ist ja auch, wir haben ja kein echtes Risikomanagement. Ne? Also wir haben ja jahrzehntelang haben wir ja den Klimaschutz quasi verpennt, ne? Zum Teil absichtlich. Die letzten Regierungen haben quasi nichts gemacht. Also wenn man das Politikern gegenüber sagt, kriegen die Schnappatmung. Ne? Die aktuellen Verantwortungen sagen gerne, ja, die letzten 16 Jahre waren schuld. Aber. So ist es. Ja, das ist ja ein Fakt, weil im Prinzip Solarindustrie über den Haufen, Windindustrie über den Haufen. Und jetzt haben wir diese ganzen Sachen, diesen ganzen Schlamassel, den wir ausbaden müssen, ja, wenn man das langsam gemacht hätte. Aber ich will jetzt kein Regierungsbashing machen, sondern der Punkt ist, man hätte sukzessive sich anpassen können, man hätte den Klimaschutz hochfahren können und dann wären die Ereignisse nicht so krass, wie sie jetzt auf der ganzen Welt. Apropos Community, ne? Das ist ja nicht nur eine Sache, die uns betrifft. Wir sehen ja in diesem Sommer, was für krasse Sachen weltweit abgehen. Also in Griechenland, da hast du eben gefragt, hast du da stärker gewarnt? Wir haben vorher richtig Alarm gemacht mit Griechenland. Aber wir konnten uns das auch nicht vorstellen. 1000 Liter auf den Quadratmeter, das ist die Jahresmenge. Das ist die Jahresmenge einer Stadt in Deutschland in 3 Tagen. Das kann man sich nicht vorstellen. Kollegen fragten dann in der Schalte mit der Chefredaktion, fragten die, ja, aber da gibt es doch dann auch Pflanzen, können die das nicht zurückhalten? Ich meinte, nein. Nichts hält das auf, gar nichts. Ja, das kommt runter, fließt da runter, wo es in die Rinnsale, in die Flüsse und da sammelt es sich, weil es der tiefste Punkt ist. Ist auch wieder grundlegende Physik, ne? Schwerkraft. Ja, also es fließt ab, sammelt sich dort und es ist genau das passiert, was wir da eigentlich gesagt haben. Und diese Katastrophe ist genauso krass geworden. Und ja, ich führe das noch kurz aus, weil dieser Steve Daniel, das ist ja dann über das Mittelmeer gezogen, hat sich nochmal richtig aufgeladen mit feuchtwarmer Luft, ne? Auch wieder Physik, und ist dann nach Libyen reingekracht. Und da sind ja, ich weiß nicht, die letzten Zahlen waren 30.000 Betroffene, davon ein großer Anteil, die gestorben sind, die anderen, die vermisst werden. Man kann davon ausgehen, dass sie eigentlich alle tot sind. Ja? Was heißt denn vermisst werden bei so einer Katastrophe? Ne? Ja. Und noch ein Ding zur Attributionsforschung. Weil mir auch immer wieder vorgeworfen wird, wir würden das überdramatisieren. Also so ein Tief, was sich da entwickelt hat, das wird von den Veränderungen im Klimasystem aufgeladen, ne? Von den physikalischen Gegebenheiten. Die Parameter sind verändert, die Feuchtigkeit ist höher in der Luft, die Wärme im Meer ist höher nach massiven Hitzewellen im Sommer. Wenn man das alles zusammenzieht und auch sieht, dass in einer erhitzten Welt, ja, in einer erhitzten Welt sind die
Hitzewellen länger, sie sind häufiger und sie sind extremer. Und genau das ist zu beobachten. Und wenn man sich das anschaut, es gibt ja diese Gauss-Kurve, die, wenn man die quasi verschiebt nach rechts, dann nehmen die Extreme zu. Also wenn man den Mittelwert, die globale Mitteltemperatur erhöht, dann kann man das schön ablesen an dieser Gauss-Kurve, wie die Extreme zunehmen. Ja? Das ist also alles Mathematik und Physik im Prinzip, weil die Natur da draußen, die wir beschreiben mit Mathematik und Physik, verhält sich ebenso. Ja? Ja, umso wichtiger, dass wir auf jeden Fall immer diesen großen Zusammenhang nochmal nehmen. Ich finde es auch total wichtig, dass du es hier ansprichst. Ganz interessant fand ich hier, deswegen will ich den Gedanken einmal noch mitnehmen, bevor ich gleich nochmal abgebe, dass du diese Unterscheidung gemacht hast zwischen Meteorologen warnen und Journalisten berichten dann, wenn es passiert ist. Und das ist ja so dieses Sagen, was ist und so. Und das ist auch für Journalisten tatsächlich eine große Herausforderung und wir müssen die aber lösen, weil das ja immer diesen Zeitunterschied gibt bei der Klimakrise. Es gibt das, was wir heute verursachen, das zeigt sich eben erst einige Jahre, viele Jahre später. Und das ist unheimlich schwierig. Ich erlebe das jeden Tag in der Redaktion. Carsten Schwanke hast du eben erwähnt, der hatte damals dem SWR sogar eine Sondersendung vorgeschlagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die abgelehnt wurde. Später hat man es dann gemacht, aber das ist natürlich einfach schwierig, weil die haben gesagt, wie sollen wir Sondersendung machen zu etwas, was noch nicht passiert ist. Und diese Lösung, die müssen wir, glaube ich, im Journalismus ganz, ganz dringend finden. Und ich glaube, weil das wichtig ist, weil du auch gerade über die aktuellen Katastrophen gesprochen hast, in Nordafrika, in Griechenland, in Brasilien auch, gab es auch was hier auch total untergegangen ist. Wollte Sabine noch was dazu sagen, ne? Ja, weil Özlem sagte, das war selbst für uns nicht vorstellbar. Und du hast mehrfach gesagt, das ist einfach Physik. Ich habe zum Beispiel keinerlei Ahnung von Physik und von Meteorologie auch nicht. Und wir haben ein Kommunikationsproblem. Ich weiß nicht, was 200 Milliliter Dingens, ich weiß noch nicht mal, wie die Bezeichnung genau ist, Entschuldigung. Ich brauche jemanden, der mir das ganz plastisch übersetzt. Diese Angaben sagen den meisten Leuten überhaupt nicht, also es ist kein Vorwurf an euch, ja, sondern insgesamt. Und das größte Desaster ist diese 1,5 Grad Geschichte, weil alle normalen Menschen denken, ey, nice, ist ein bisschen wärmer. Also diese Dramatik kommt ja gar nicht rüber. Das ist ja positiv besetzt. Ja, also auch im Bekanntenkreis oder so irgendwie zu vermitteln, was schon 1,5 für eine Katastrophe ist, weil die sagen, naja gut, dann kannst du ja 2 oder 3, kann ja auch nicht so einen Unterschied machen, weil das ja ganz, ganz eng beisammen ist zahlenmäßig. Ja? Also die Frage, wie kommunizieren wir, dass wirklich rüberkommt, was bedeutet das eigentlich? Und das andere, was du sagtest, das Riesendilemma, dass es zukünftige Geschichten sind. Ja? Und wir sind nun mal verhaltensmäßig immer eher kurzfristig unterwegs. Darf ich da kurz drauf antworten? Unbedingt. Absolut, ich bin bei dir und deswegen braucht es auch mehr Sendungen und mehr Aufklärung und mehr Menschen, die darüber reden, mehr Meteorologen, die darüber reden, mehr Journalisten, die sich trauen, Klimajournalismus zu machen, auch wenn sie angegriffen werden, egal, weil wir haben Recht, weil das da draußen ist die Realität, nicht das, was diejenigen erzählen, die etwas dagegen haben, dass sich etwas ändert. Ja? Das sollte uns völlig egal sein. Sollte uns auch völlig egal sein, was Klimaleugner am Ende sagen, weil wir haben eine Verantwortung im Journalismus, in der Wissenschaft und die Meteorologen sowieso. Ja? Aber vor allem Özlem, in der Politik, Özlem. Und solange die das nicht gescheit kommunizieren, laufen wir hinterher. Ich gehe einmal ganz kurz dazwischen. Nochmal bitte, Sabine. Ich sagte, die entscheidende Verantwortung liegt in der Politik. Und solange die das nicht ordentlich kommunizieren, laufen wir hinterher und sind dagegen, in der Defensive. Und letztendlich dagegen argumentieren. Schaut euch doch die Ampelregierung an. Ja? Wobei, also was da schiefläuft. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Okay. Also jemand, der vielleicht versucht, ein bisschen die Betroffenen nochmal in die Runde zu bringen. Und ihr habt beide recht. Das Problem, glaube ich, liegt im Föderalismus unseres Landes und in den Zuständigkeiten. Also ich weiß nicht, wer mitbekommen hat, dass am Donnerstag der Katastrophenwarntag war. Und das ist für mich eine der großen Lehren und der wichtigen Erkenntnisse, dass zum Beispiel Sirenen abgebaut werden. Wer weiß, wie das Durchschnittsalter des Landkreises Bad Neuenahr-Ahrweiler lautet? Oder was schätzt ihr? Weit über 60. Das heißt, alle Menschen, die dort in der Regel gewohnt haben, waren so alt wie meine Eltern oder wie Großeltern. Und die sind einfach traditionelle Fernsehgucker, Radiohörer. Ne? Also, das heißt, wenn ich Cell-Podcast mache, dann wird mein Vater sagen, was ist das denn? Also Radio kennt er und SWR kennt er auch. Und von da ist natürlich das komplett richtig. Die Kommunikation war ein Thema. Das zweite war,
eine Eitelkeit von Menschen, die gesagt haben, das ist schon immer gut gegangen, was ja rein nicht ist. Und jetzt ist mal ein bisschen Regen. Und ich habe mit so vielen gesprochen, die an der A wohnen, die gesagt haben, ich hätte eine Schriftstellerin, die jetzt weggehen muss von der A, weil sie ihr Trauma nicht los wird. Sie muss jetzt ins Münsterland ziehen, weil sie gesagt hat, sie muss weit weg. Sie hat gesagt, die war die Einzige, die den ganzen Tag Facebook geguckt hat, weil sie das aus beruflichen Gründen macht, und hat schon 4 Stunden vorher gesagt, wir müssen hoch, wir können hier nicht bleiben. Sie hat auch dafür gesorgt, dass Nachbarn nach oben gehen. Und die Nachbarn, deren Haus heute nicht mehr da steht, haben bis 5 Minuten vorher gesagt, hier passiert nichts. Ich meine, das ist ja auch ein Phänomen, über das wir reden müssen. Und dann sind natürlich die öffentlichen Kräfte. Und ich würde jetzt mal die Politik kurz außen vor lassen. Wir haben keine Regelung im Katastrophenschutz. Wer ist für was verantwortlich? Es gibt natürlich einen Katastrophenschutz, es gibt eine Feuerwehr, es gibt eine Polizei. Die Feuerwehr ist rumgefahren und hat das Beste versucht, in den Ecken zu sagen, fahrt eure Autos aus der Tiefgarage. Dabei sind 6 Leute im Lidl-Parkhaus in Ahrweiler ertrunken, in Bad 9a. Weil natürlich ein Auto bei uns eine höhere Wertigkeit hat als ein Menschenleben. Und das sind ja so Dinge, die ausgesprochen werden müssen und die Leute auch gesagt haben, warum haben die nicht gesagt, euer Leben ist in Gefahr, bitte geht nach oben. Aber das ist natürlich nachher müßig, weil warum hätte Fahrrad Kette, würde mein Sohn sagen. Aber tatsächlich ist das die Ursachenforschung, die da ist, neben dem, was ihr gesagt habt. Und ich bin ja dankbar, dass du das so deutlich sagst, weil nur das Unangenehme auszusprechen, hilft dann darüber auch eine Verarbeitung anzustoßen. 2 Dinge, die ich daraus unbedingt für unsere Runde jetzt für hier, also ich gebe auch euch allen total recht, was ja schon mal interessant ist, dass wir uns in diesen Punkten total einig sind. Aber 2 Dinge, die ich da unbedingt rausziehen möchte. Ich finde, da kommen 2 ganz entscheidende Diskrepanzen raus, über die wir hier konstruktiv sprechen müssen. Das ist einmal das, was Sabine vorhin angesprochen hat, was du dann aufgenommen hast, diese völlige Ahnungslosigkeit, was die Zahlen und was die Parameter in der Klimakatastrophe angeht. Das war tatsächlich auch das, was mich ehrlicherweise während der Corona-Krise dazu motiviert hat. Wir haben jeden Tag, plötzlich wusste jeder, was der R-Wert ist und was die Inzidenzlage ist. Und wir haben jeden Tag darüber geredet. Und mir wurde in meinem Volontariat, in dem ich damals noch war, immer gesagt, Zahlen, absolute Abschalter, lass es weg, kann keiner verstehen. So, da habe ich gelernt, ist gar nicht so. Wenn die Menschen verstehen, was diese Zahl für sie unmittelbar bedeutet, nämlich, dass ich dann nicht mehr das Haus verlassen darf oder mich nur noch in so und so großen Gruppen treffen darf oder wie auch immer, dann verstehe ich die auch, dann beschäftige ich damit. Und dann, wir hatten unheimliche Abrufzahlen bei NTV, das war Wahnsinn, für dieses Video, wo einfach nur die aktuellen Zahlen in jedem Bundesland präsentiert wurden. Und dann haben wir gesagt, das brauchen wir auch für die Klimaparameter. Die 1,5 Grad, ich gebe dir total recht, die sind völlig falsch geframed, also die sind nicht gut eingeordnet insgesamt. Und trotzdem, glaube ich, brauchen wir diese Parameter, um zu verstehen, was ist denn eine Tonne CO2? Das ist so total weit weg von der Lebensrealität. Also, dass man das immer direkt damit verbindet, was bedeutet das, wenn wir so und so viel CO2-Emissionen einsparen oder eben umgekehrt, wenn wir sie ausschütten? Das ist das eine, dass wir da was hinschaffen. Und dann, fand ich, hat Vera jetzt noch den spannenden Punkt reingebracht, dass wir auch diese emotionalen Barrieren überwinden müssen, nämlich dieses, ich höre doch gar nicht mehr hin, es interessiert mich doch gar nicht, es wird schon irgendwie werden, ich kann eh nichts dagegen tun. Und das, finde ich, sind 2 Punkte, weil du gesagt hast, das kann uns egal sein. Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil ich tatsächlich ja auch erlebe, dass die Leute halt einen einfach abschalten und was anderes gucken. Und das ist halt unheimlich schwierig. Wir müssen einen Weg finden, dass wir drankommen und diese emotionale Barriere überwinden und eben nicht immer direkt. Und ich sehe schon, hoffentlich hat Sabine für uns eine Antwort. Natürlich, auf alles. Nein, ich möchte das bestärken, warum klappt das nicht mit der Klimakatastrophe? Das sind ja auch ganz starke, außer politischen Gründen natürlich und finanziellen Gründen, wirklich psychologische Geschichten auch. Und das Gemeine ist ja, wenn man sich darauf einlässt und sich damit befasst und rafft, was da auf uns zukommt. Und ich meine nicht nur Extremwetterereignisse, ich meine auch die sozialen und gesellschaftlichen Folgen bis hin zum Zusammenbruch von Demokratien, da gehe ich von aus. Dann hat man, Entschuldigung für den Ausdruck, wirklich die Arschkarte emotional, weil das kriegt man selber gar nicht mehr gut verarbeitet. Und deshalb ist völlig nachvollziehbar, dass, ich sag mal, durchschnittliche Menschen, die in ihrem Leben ja auch schon genug mit ihrem Leben zu tun haben, eher den Kopf in den Sand stecken. Und man verlässt sich eigentlich auch drauf, dass, wenn was tatsächlich angeblich so schlimm ist, dann würde sich die Politik doch dazu angemessen äußern und vorangehen. Und das passiert ja nicht.
Ja, und deshalb haben wir ein irres Problem zu vermitteln, was kommt da. Dann ist ja auch immer der Vorwurf, wir dramatisieren das irgendwie total. Aber wir müssen noch reden darüber. Ich kann das ja nicht so scheibchenweise nett verpacken, weil sonst die Notwendigkeit von sofortiger Handlung überhaupt nicht klar wird. Ja, ja. Und deshalb ist die Kommunikation ist der Schlüssel. Mhm. Ja. Absolut. Und ich habe da auch für mich gelernt, man muss dramatisieren und das ist einfach auch unser Job. Wir müssen zeigen, wie schlimm es ist, aber man muss immer dazu sagen, was ist denn der Handlungsspielraum? Ansonsten sind die Leute alleine. Ich will einmal kurz ein Versprechen einlösen. Fragen, wenn jetzt welche sind, bitte einfach melden, damit die auch wirklich noch drankommen. Wir machen die Diskussion weiter, aber bitte melden Sie sich. Ich sehe das dann und gebe dann weiter. Okay, Sie sind gleich als Erstes dran. Aber Özcan, du wolltest direkt. Ja, also ich wollte das nochmal klarstellen, was ich eben gesagt habe. Das ist, was ich meine, ist tatsächlich diejenigen, es geht nicht darum, die, sagen wir mal, besorgt sind und die Zusammenhänge nicht verstanden haben, dass die einem egal sind. Das ist es eben nicht. Weil das ist ja genau das Gegenteil. Deswegen sitzen wir hier, deswegen machen wir unseren Job überall, wo wir aktiv sind, um aufzuklären. Sondern es geht darum, die aktiv gegen den Klimaschutz agieren und das ausbremsen. Und das ist nun mal die Politik. Es ist nun mal die Politik, die nicht vorwärts kommt. Denn die Wissenschaft, die sagt ganz klar, was los ist. Die Wirtschaft ist sowieso schon viel weiter. Wir sehen es an allen Stellen, es tut sich was. Es würde aber schneller vorangehen, wenn man die Rahmenbedingungen setzen würde. Ja, wir haben das am Gebäudeenergiegesetz gesehen. Das war die reinste Propaganda von bestimmten Zeitungen, ja, die ganz klar versucht haben, das zu torpedieren. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ja? Also letztendlich betrifft es die ja genauso. Wir sind ja alle in diesem Boot. Ja? Es kann also nicht sein, dass irgendwie eine Gruppe da rauskommt und meint, das geht mich nichts an, das ist die Aufgabe der links-grün versifften XY-Typen, so ist es nicht. Wie nochmal, Physik ist für uns alle gültig, für jeden Einzelnen und noch darüber hinaus. Es ist auch da für jedes Tier und jede Pflanze gültig. Wenn wir also den Durchschnitt der Temperatur immer weiter erhöhen, bedeutet das, dass wir unsere Lebensgrundlage absägen. Also du meintest, Sabine, wir müssen Klartext drehen. Wir müssen absolut Klartext drehen. Es muss so klar sein, klipp und klar, dass das jeder versteht. Ja? Wenn wir nicht handeln, dann ist das eben eine Katastrophe nach hinten raus. Und wir haben eben dieses Zeitfenster bis 2030, um die Emissionen noch zu halbieren, das werden wir nicht schaffen, um das Katastrophenszenario jetzt wieder so quasi, dass wir das auch verarbeiten können. Das bedeutet einfach, dass wir die 1,5-Grad-Marke wahrscheinlich nicht halten können. Die schießt ja jetzt schon hinaus. Jetzt die letzten zwei Monate war es so, dass wir die 1,5-Grad-Marke kurz überschritten haben. Das ist nicht dauerhaft. Mitte der 2030er Jahre wird diese Marke überschritten, dauerhaft. So sieht es derzeit aus. Wir wollten es aber bis Ende des Jahrhunderts eigentlich stabilisieren. Die 2-Grad-Marke wird irgendwann in den 2040er fallen. So. Auf dem Weg sind wir jetzt und von diesem Weg müssen wir weg. Und das müssen wir wirklich klar und deutlich sagen und auch die, was dann passiert. Und dann kommt eben, das ist dann euer Job, sage ich jetzt mal, der Journalistinnen, die dann quasi dann auch das entsprechend darstellen. Es wird ja auch gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht gemacht wird. Es hat sich auch im Journalismus viel getan. Ja, es hat sich viel getan, aber ich gebe dir total recht, weil wir müssen, ich glaube, die Schlüsselrolle der Medien ist, hier sind ja auch viele, die auch in der Branche sind, ist einfach dieses Henne-Ei-Problem, nenne ich es mal, aufzulösen, weil es stimmt, die Politik ist im Moment der entscheidende Player. Wenn sich da nichts tut, dann wird das nichts. Die spiegelt das aber ja immer wieder zurück und sagt, schaut euch unsere Umfragewerte an. Jedes Mal, wenn wir Klima auch nur erwähnen, dann gehen wir mehrere Prozentpunkte runter. Moment, ich nehme einmal die Frage dran. Es gibt, ja, so viel zu besprechen. Super engagierte Runde. Wir zeichnen das übrigens auf. Sie können das in einigen Tagen auf dem YouTube-Kanal vom Bonn-Institut nachsehen. Kommen Sie auf die Homepage, da kriegen Sie dann den Link zu sehen. Wir achten hier recht am Bild. Die Fragen werden wir bei Ihnen dann vom Bild her trennen. Aber jetzt geht's los. Bitte eine kurze Vorstellung und die Frage. Ich halte sie. Ja, vielen Dank, Alexandra Borchert. Ich habe mit Kollegen zusammen einen großen Report zum Thema Klimajournalismus verfasst und recherchiert und bin sehr dankbar für dieses leidenschaftliche und auskunftsstarke Panel. Ich habe zwei Fragen. Eine an den Terli. Sie sagten so vorhin, so wir Meteorologen haben das gesehen. Muss ich mir das vorstellen als so eine einheitliche Meteorologenfront oder gibt es da auch Konflikte? Und wenn Sie sich so einig sind, warum treten Sie da nicht gemeinsam stärker auf? Und dann eine Frage zur Psychologie. Studien ergeben,
erleben ja offensichtlich, dass Menschen, also da gibt es Studien aus den USA und aus England, wenn ich mich recht entsinne, dass Menschen, die von Naturkatastrophen betroffen sind, eher noch weniger geneigt sind danach, sich mit Klimawandel zu beschäftigen, einfach weil es dann erstmal um Aufbau geht und die wollen eher glauben, das ist so ein Schicksalsschlag, den müssen wir jetzt überwinden, aufbauen, am liebsten am selben Ort, wir halten alle zusammen und wir wollen uns gar nicht damit befassen. Können Sie das, also Sie nicken schon, können Sie das bestätigen? Sorry, gleich zwei Fragen. Also ich gehe davon aus, dass Meteorologen, die die Daten auswerten, also wenn man da sitzt und die Modelle sich anschaut, man kann ja gar nicht daran vorbeikommen. Die zeigen das. Es wird sogar dann auch immer extremer gefärbt. Ne? Also wenn ich da ein extremes Regenereignis sehe, dann ist das schon rot gefärbt. Also das nicht zu sehen, da müsste man farbenblind sein oder wie auch immer. Also ich gucke auf den Monitor, sehe das. So sehen das auch andere Meteorologen und es haben ganz viele Meteorologen auch gewarnt. Also von daher, ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie eine gemeinsame Presseerklärung machen muss. Jeder macht das ja in seinem Sender und Carsten hat es ja auch gemacht und die anderen, Kachelmann hat es gemacht. Also alle, die, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit stehen, unser Sender hat in den Wetterberichten das gemacht und trotzdem wurden wir deswegen angekreidet, dass wir nicht genug gemacht hätten. Ja. Klar, hat sich was verändert heute, dass wenn ihr jetzt was sagt, dass die Redaktionen dann besser reagieren? Also um das mal also in die Zukunft. Die Redaktionen haben schon reagiert vorher. Es ist ja so, dass wir das ist gang und gäbe. Wenn wir etwas sehen, was kommt, dann beraten wir die. Dann sagen wir, es gibt jeden Tag mehrere Sitzungen. In der ersten Sitzung morgens, da kommt der Meteorologe extra dran und soll dann darauf hinweisen. Und dann am Anfang ist es so, dann wird gefragt, gibt es Sonderthemen? Und da kann man, wenn man sowas sieht, dann meldet man sich und sagt, ja, ihr müsst heute darauf aufpassen, das und das steht an. Ja? Und es gibt sehr viel Kommunikation und dann wird überlegt, machen wir heute ein Spezial zum Beispiel? Oder wie machen wir das, wie nehmen wir das auf? Sind extreme Gewitter, dann ändern wir auch in den Heute-Sendungen die Wetter, also hinten das Wetter, den Wetterteil. Dann nehmen wir noch einen Radarfilm, damit die Leute sehen, schaut euch an, da kommt der Regen rein. Wenn du da bist, dann erwischt sich dieser starke Regen, der vielleicht sogar katastrophale Ereignisse haben könnte, der erwischt dich dann. Das heißt, würdest du sagen, es gibt eine Lehre jetzt aus der Ahrtal-Flut für dich konkret? Einfach nur, ich nehme das jetzt schon mal als Anlass, weil wir langsam dem Ende entgegenstreben, dass wir hier schon mal eine also, nehmen. Ich weiß nicht, also wir gucken natürlich, also was jetzt irgendwie anders ist, ist in diesem Jahr, was wir halt noch nie hatten, dass man 1000 Liter auf den Quadratmeter tatsächlich hat. Wie gesagt, ich nochmal zur Erklärung, ein Jahr Regen in einer Stadt in der Nähe der Alpen. Ich würde jetzt nicht München sagen, aber irgendeine Stadt, da regnet es ja am meisten. So, und da die Jahressumme einer Stadt, dann sozusagen in Griechenland in zwei Tagen. Also das muss man dann halt dann auch so rüberbringen und dann auch mit den entsprechenden, mit der Bestärkung, wie schlimm das werden könnte. Also ich hatte es gesagt in der Vorhersage, ich will mich jetzt da nicht irgendwie selbst auf die Schultern klopfen, aber ich habe gesagt, es gibt Schlammlawinen, es wird Fluten geben und aber die Zeit ist ja dann auch begrenzt. Du weißt, im Fernsehen ist nicht, noch nicht mal der Inhalt das Wichtigste, sondern die Sendedisziplin. Das stimmt, die Zeit. Genau. Ich nehme die Lehre auf jeden Fall mit. Ich werde sehr genau zuhören. Ich glaube auch, also, dass man wirklich hellhöriger wird und auch diese Parameter ein bisschen besser kennt. Vera, dazu noch ganz konkret? Darf ich ganz kurz nochmal zu der zweiten Teil der Frage antworten? Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir berücksichtigen müssen, dass alles, was Özdin sagt, für mich vollkommen klar ist. Wir haben hier eine Bevölkerung, die ist nicht digital. Das heißt, alles wurde auf digital umgestellt. Das heißt, die ganzen Dinge, die dieser Menschenbevölkerung im Ahrtal geholfen hätte, zum Beispiel eine Sirene, gab es nicht, wurde abgebaut, weil nicht mehr Pflege, wird jetzt wieder aufgebaut. Aber was noch viel schlimmer war, fast alle dieser Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, wir haben den Krieg erlebt. Also die meisten sind so alt gewesen, wir haben den Krieg erlebt. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es noch was Schlimmeres gibt als den Krieg. Das heißt, diese psychologische Sicherheit, in der sich die Menschen befunden haben, war ihnen so viel wichtiger, als anzuerkennen, dass vor Ort das Wasser steigt. Also manche haben es gesehen und sind stehen geblieben. Das heißt also, da haben dann andere zugegriffen und haben sie rausgezogen. Das heißt, diese Erkenntnisgewinnung aus den Informationen, eine Transferleistung zu machen, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit dem Klimawandel zu tun, was hat das mit der Zukunft zu tun, bedeutet, Menschen außerhalb des Ahrtals müssen helfen,
eine Kommunikationsmediation und Moderation hinzubekommen, um aus diesen Dingen dann das, was du eben gefragt hast, zu lernen nach Zukunft. Aber keine Lehre zu ziehen, weil das wäre dozieren, sondern gemeinsam zu lernen, was wollen wir eigentlich aus dem Ahrtal jetzt in Zukunft machen. Finde ich total eine wichtige Unterscheidung und vor allem auch da, was nimmt man daraus jetzt irgendwie mit, ist wirklich dieses, wir leben in einer extrem fragmentierten Welt, was die Kommunikation angeht und wir müssen echt gucken, wie wir alle Bereiche abdecken. Wir wollen einerseits Digitalisierung, total, ich finde es aber total spannend, dass die Digitalisierungsexpertin sagt, wir brauchen die Sirenen, wir brauchen die analogen Warnsysteme. Also nach der Katastrophe, also ich hätte vorher das nie gesagt, aber da würde ich sagen, geht ja nichts ohne Sirenen. Ja. Und jetzt unbedingt zum psychologischen Teil der Frage. Ja, vielleicht um direkt darauf einzugehen, was Sie fragten. Es ist ja völlig verständlich. Sie haben ein mega traumatisches Ereignis erlebt und das Letzte, was Sie wollen, ist auch noch Ihre Heimat zu verlieren. Also das, ne, das ist ja nochmal eine Entwurzelung. Übrigens auch die Frage, mit welcher Perspektive, wo soll ich denn hingehen? Ist ja nicht, ich habe ja nicht woanders noch ein Haus und sage, okay, dann... ja, also deshalb müssen wir meiner Meinung nach ganz weg von dieser individuellen Ebene, wo man angeblich Verantwortung hat oder sich kümmern muss, dies, das, sondern ich sage es nochmal, da sind andere gefragt. Und insgesamt sieht man einfach, dass psychologische Aspekte so wichtig sind, sowohl in der Kommunikation als auch in der Frage, wie können wir denn zukünftig unser Verhalten ändern? Weil das ist ja auch das, was die Politik sich nicht traut zu kommunizieren. Natürlich werden wir unser Verhalten massiv ändern müssen. Das, was ja immer kommuniziert ist, wir werden irgendwie technologische Lösungen finden, wundersamerweise. Und wir können so alles weitermachen, wie wir es bisher machen. Und das ist ja Kokolores. Ja? Okay. Und die Frage ist, wie kann man das kommunizieren, dass man die Leute wirklich gut mitnehmen kann? Das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Und wie kann man ihnen helfen, dann auch Verhalten wirklich zu ändern? Ganz kurz, ich habe tatsächlich eine Frage, ich glaube, die einfach viele beschäftigt und hier ist noch eine Frage aus dem Publikum. Wie schafft man das denn psychologisch? Du hast ja vorhin gesagt, man hat die, ich glaube, ich sage es jetzt einfach nochmal, ich glaube Arschkarte hast du gesagt, wenn man sich damit richtig auseinandersetzt. Ich frage für einen Freund, sage ich jetzt mal, wie schafft man das denn, damit weiterzuleben? Ja, ich kann nur sagen, also ich bin ja bei den Psychologists aktiv und wir beraten tatsächlich sehr viele AktivistInnen, weil die mit der Zeit alle im Burnout landen und in der psychologischen Überforderung. Und das ist schwierig, weil auch da wieder auf individueller Ebene das ja nicht auflösbar ist durch gute Beratung oder Psychotherapie, weil damit kriegen wir ja diese völlig reale Bedrohung gar nicht weg. Klimaangst ist ja nicht pathologisch, sondern die ist berechtigt. Im Grunde muss man sich wundern, wieso haben Leute keine Klimaangst? Wow, bei dem, was da kommt. Ja? Und das einzige Rezept, was wir haben, ist im Grunde, bildet Bande, tun euch zusammen, engagiert euch, weil wenn man in dieser individuellen, also das überwältigt einen ja dermaßen und man hat ja auch Angst um sich selber und vor allem um die eigene Familie. Ich denke manchmal, es wäre einfach, wenn ich kein Kind hätte. Also solche Gedanken hat man ja da und deshalb, das geht, glaube ich, nur gemeinsam und deshalb suchen ja auch die Leute, die sich so engagieren, ganz oft den Kontakt untereinander. Denn bevor, vielleicht passt es ja irgendwie zur Frage. Ich wollte die unbedingt. Okay, dann sind gut. Zwei Fragen und ich schlage vor, wir nehmen die Fragen hintereinander. Genau, und dann könnt ihr das ein bisschen euch einteilen. Wer sind Sie, woher kommen Sie und die Frage? Also, hallo, ich bin Sandra Prüfer, ich bin eine freie Journalistin, lebe hier in Bonn. Ich habe unmittelbar nach der Ahrtal-Flutkatastrophe Berichterstattung gemacht mit Sky News. Das ist ein britischer Nachrichtensender, aber weltweit aktiv. Also, und man muss ja jetzt auch sagen, es war jetzt nicht nur eine Ahrtal-Katastrophe, es war European. Ne? Also ja. Belgien, Niederlande und eben Nordrhein-Westfalen waren auch betroffen. Und ich muss jetzt auch sagen, die Meteorologen haben berichtet, das habe ich auch selbst mitbekommen. Es gibt das European Flood, also EFAS, System, also Awareness System. Hannah Klog wurde auch international direkt danach interviewt. Also es ist auch bei den Meteorologen angekommen. Was jetzt nicht funktioniert hat, ist dann eben Föderalismus, haben wir gesagt. Es ging an die Länder, dann in die Kreise. Wie wird das umgesetzt? Und da würde ich jetzt auch gerade mal an die Medien. Die Meteorologen haben es gemacht. In der Nacht, weil ich eben auch besorgte Nachrichten über Social Media bekommen habe, habe ich WDR eingeschaltet. Da war nichts. Da war eben, und das ist eben das, was die Menschen machen. Ne, die,
da war die Schleife, also wurde die Musik gespielt, da gab es immer ein kurzes Update, aber es wurde nicht aktuell berichtet und nochmal gewarnt. Und wenn wir jetzt auch konstruktiv gehen, also wie kann man das verbessern? Formate zu entwickeln, wie Menschen, also Behavioral Change Communication, ne? Das heißt, wenn ich gewarnt werde oder wenn ich was habe, also wie es früher den siebten Sinn gab für Verkehrsnachrichten, ne? Also wo man dann sagt, ne, weil diese Idee, und das fand ich eben auch bei dieser Berichterstattung, dass ich gehört habe, dass den Leuten gesagt wurde, sie sollen ihre Autos aus der Tiefgarage holen. Und das ist Wahnsinn. Also wenn man international Tsunami-Warning oder irgendwas hat, hochlaufen, das wissen die Leute. Und ich glaube, wir haben hier in Deutschland nicht mehr ein kollektives Gedächtnis. Also so Leute aus dem Hamburg haben das vielleicht noch. Und das muss wieder aufgebaut werden. Und wirklich auch der öffentlich-rechtliche Sender, aber auch RTL, die haben eben Informations- und Bildungsauftrag. Und das kann man nicht einfach nur auf die Meteorologen abwälzen. Dankeschön. Behalten wir im Kopf hier Frage 2. Vielen Dank für den Input. Mein Name ist Dr. Kössling, ich wohne in Zisterl-Odendorf. Das bedeutet, ich komme aus der Voreifel. Ich wohne in einem Haus am Orbach, das ist unterhalb der Steinbach-Talsperre. Ich bin unmittelbar flutbetroffen. Wir haben dann den Bürgerverein gegründet in Odendorf und wir haben bei uns im Kreis jemand, der die ganzen Wettersituationen aufbereitet hat, auch ältere Flutereignisse, und dann bei der Bezirksregierung mitgearbeitet hat, eine neue Flutkarte. Ich will nur sagen, das Thema ist mir vertraut. Ich möchte den Eindruck nochmal korrigieren, weil man retrospektiv denkt, man hätte sagen können, es kommt im Ahrtal nieder. Aber es ist, ich will nicht vom Schmetterling sprechen, der in Brasilien da seinen Wimpernschlag hatte, aber es hätte auch an der Nahe oder es hätte auch, sagen wir mal, etwas weiter nördlich. Es gibt eine Brandbreite und wir analysieren seit der Zeit die Wettermeldungen und fragen uns, was hat das für eine Relevanz. Montag hätten wir zum Beispiel in einer Prognose auch 100 Liter gehabt. Das ist nicht eingetreten. Das Problem ist eine Form von Wettermüdigkeit. Deswegen möchte ich mich jetzt hier beschränken auf die Idee, den Klimawandel quasi auszublenden. Und also es klingt radikal, aber einfach mal als Idee. Und was die Kollegin schon sagte mit dem siebten Sinn, wirklich eine hervorragende Idee. Einfach zu sagen, wir tun so den Unterschied zwischen Marokko und Japan. Der ist jetzt diskutiert worden zum Thema Erdbeben. Was machen die? Die haben das gleiche Problem, unterschiedliche Lösungen. Die haben ihre Häuser anders aufgebaut. Das ist ein langfristiges Projekt. Was wir brauchen, ist in diesem Kontext keine Diskussion über Klimawandel, sondern vielmehr das Bewusstsein, was mache ich, wenn? Ich sehe Videos von Leuten, die in einem U-Bahn-Schacht stehen, in einer U-Bahn, da läuft das Wasser runter und die filmen das. Das Bewusstsein dafür, was das Wasser macht, ist nicht klar. Ich bin Ihnen sehr dankbar für den ganzen Physikimpuls, weil man auch in Griechenland zum Beispiel eine Situation hat, wo ein See entstanden ist von 40 mal 60 Kilometern Ausdehnung. Da muss ich sagen, da schäme ich mich für, also nicht wirklich, aber dann ist die Ahrtalflut so ein Ding, ja, aber wenn man sich überlegt, dass da tagelang das Wasser steht, weil die Leute auch dort vergessen haben, dass das Wasser runterkommt. Und noch ein Satz, wir brauchen eigentlich auch eine Situation, wo Katastrophenmanagement ganz groß gedacht wird, weil es wird gar nicht verstanden. Das sind Katastrophen, die sind zu groß. Solange das Wasser nur 20 Zentimeter auf der Straße steht, können die Leute reagieren. Aber wenn man sagt, wir haben 1000 Liter zum Beispiel, das hat ein Meteorologenkollege gesagt, da muss man großflächig räumen, die müssen da weg. Genau. Aber die kommen da nicht weg, weil da gibt es keine Wege, es gibt keine Pläne und sie wissen ja auch gar nicht, wo es niedergeht. Also vor allen Dingen muss man einfach sagen, weil wir das so beobachten, das ist gut, wenn gewarnt wird, aber wir brauchen viel mehr Nowcasting und vor allen Dingen weg vom Wort Hochwasser hin zum Wort Starkregenereignis. Und wir müssen dann nochmal sagen, Starkregen ist punktuell und dann haben wir halt 40, 60, 80 Liter auf dem Quadratmeter. Stichwort Münster 2014. Die Berichterstattung war einfach nicht da. Gut, jetzt kann man sagen, heute sind wir woanders, aber ich will mich zusammenfassen. Aber wie auch immer, jedenfalls diese... Genau. Wir hätten 2 Stunden ansetzen sollen. Also vielen Dank auch nochmal für die, das sind ja wirklich 2 auch sehr konstruktive Gedanken. Darum soll es ja hier auch gehen, finde ich ganz wichtig, dass wir das auch zum Schluss nochmal sagen. Ich finde auch diesen Gedanken, dass man versucht, andere Begriffe zu nutzen, total spannend. Ich saß diese Woche mit einer Gruppe amerikanischer Journalisten und Journalistinnen zusammen, die haben auch gesagt, wenn wir in Kansas oder Missouri vom Climate Change sprechen, dann hören uns die Leute gar nicht mehr zu, weil die denken, das wäre was Politisches. Und deswegen dieser Aspekt, nein, es ist was Physikalisches, es geht um Physik, wir müssen darüber sprechen, was heißt das? Was heißt das, Hochwasser oder Starkregen? Das heißt eben, dass das bei mir bis in den dritten Stock oder wohin auch immer, wir müssen das konkreter machen. Deswegen ist auch eure Arbeit so, so wichtig, Özdin, und wir müssen besser darauf hören, die besser kommunizieren. Wir müssen die Wege finden, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und die sind sehr fragmentiert, da müssen wir drauf aufpassen, dass da niemand auf der Strecke bleibt, nur weil wir alles digitalisieren. Das ist, also ich will das auch nicht
weniger wichtig machen. Und wir müssen es halt psychologisch sauber hinbekommen. Ich hoffe, dass wir heute auf jeden Fall ein paar gute Impulse setzen können, die Sie und ihr alle mitnehmen könnt für eure Arbeit, aber auch im privaten und zivilen Umfeld, weil ich glaube, dass tatsächlich das auch ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach auch darüber redet, dass man dranbleibt, dass man die Berichte schaut und dann diskutiert, weil nur so können wir unsere Arbeit verbessern, nur so kann man das am Ende auch der Politik spiegeln und da Druck machen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese tolle Runde. Applaus